Hallo ihr Lieben, heute ist Ostersonntag, deshalb wünsche ich euch zuerst mal frohe Ostern. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach leckere vegane Zimthaferkekse zubereiten könnt. Diese Leckerbissen mit Haferflocken sind perfekt für einen Snack am Morgen oder auch einfach für zwischendurch. Das Rezept hierzu habe ich aus dem kleinen Buch Lecker vegan backen. Dieses tolle Buch habe ich mir vor einiger Zeit mal gekauft. Und zwar gibt es in diesem Buch jede Menge tolle Rezepte zu Keksen, Muffins, hier sind übrigens die Zimthaferkekse oder auch verschiedene vegane Brotrezepte, auch Brötchen. Also wie ihr seht, ein ganz tolles kleines Buch. Wenn ihr Interesse an diesem Buch habt und euch das auch gerne zulegen möchtet, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare rein. Dann werde ich versuchen, für euch zu recherchieren, wo ihr das Buch kaufen könnt. Für die Zimthaferkekse benötigst du folgende Zutaten: 175 Gramm vegane Margarine, ca. 2 Esslöffel Sirup, zum Beispiel Ahornsirup. Ich habe hierfür Agavendicksaft genommen. 125 Gramm braunen Zucker. Ich nehme jedoch grundsätzlich bei Backwaren 20 bis 30 Gramm weniger, da das vollkommen ausreicht und ich nicht so viel Zucker zu mir nehmen möchte. Dann noch 350 Gramm große Haferflocken und entweder eine Prise Zimt oder etwas Ingwer. Des Weiteren eine quadratische 20 cm Kuchenform, eingefettet und mit Backpapier ausgelegt. Ich nehme hierfür direkt mein Blech von meinem Mini-Backofen, da ich nur mit meinem Mini-Backofen backe. Mein Blech hat 25 cm, von daher passt das sehr gut. Zuerst solltest du den Backofen auf 180 Grad oder Umluft 160 Grad vorheizen. Das werde ich nun auch hiermit tun. Danach die Margarine. Den Zucker. Und den Sirup, in meinem Fall Ahornsirup. In einen großen Topf geben. Und bei mittlerer Hitze erwärmen. Bis die Margarine geschmolzen ist und der Zucker sich aufgelöst hat. So sieht das Ganze dann erstmal aus. Mittlerweile hat sich alles gut aufgelöst. Danach den Topf
von der Platte nehmen und die Haferflocken und den Zimt oder Ingwer mit dazugeben und auch unterrühren. Das duftet jetzt schon so lecker, dass ich es am liebsten jetzt schon essen würde. Ich habe die bereits einmal gemacht und meinem erwachsenen Sohn und mir, mein erwachsener Sohn lebt noch bei mir, für die, die es noch nicht wissen, haben diese Zimthaferkekse so super lecker geschmeckt, dass wir uns dazu entschieden haben, dass wir die heute zu Ostern naschen möchten, anstatt Kuchen. Danach die Mischung in die vorbereitete Form geben. Und mit dem Löffelrücken flach drücken. Dann im Ofen 30 bis 35 Minuten backen, bis die Kekse goldbraun sind. So sieht die Mischung jetzt aus im ungebackenen Zustand. Und ich gebe sie jetzt in meinen vorgeheizten Mini-Backofen, bis sie goldbraun sind. So, die Backzeit ist bei mir jetzt zu Ende. Deshalb habe ich die Keksmasse bereits aus meinem Mini-Backofen geholt. Ich zeige euch mal, wie das jetzt aussieht. Hierzu muss ich sagen, dass mir das Ganze beim ersten Mal besser gelungen ist, da mein Mini-Backofen zu der Zeit noch voll funktionstüchtig war. Das ist er seit einigen Wochen leider nicht mehr. Da nur noch meine unteren Röhren funktionieren, kann ich auch nur noch trockene Gebäcke machen. Und musste das Ganze für die letzten 15 Minuten einmal umdrehen, damit es auch von unten noch, von der anderen Seite also noch knusprig gebacken wird. Ja, da das Ganze ja aber da noch heiß war, ist dadurch jetzt ein Teil davon, hat sich dadurch gelöst. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch, da das meiste trotzdem fest geworden ist. Ja. Nichtsdestotrotz wollte ich unbedingt heute etwas backen und euch das auch in einem Video zeigen. Ja, wenn ihr das, wie gesagt, aus dem Ofen geholt habt, dann müsst ihr es erstmal 10 Minuten in der Form abkühlen lassen. Das habe ich jetzt bereits getan und danach danach stürzen auf einen Kuchenrost und dann nochmals weitere 10 Minuten abkühlen lassen. So, als ich die Masse in 10 Stücke schneiden wollte, so wie es im Rezept angegeben ist, hat sich leider noch mehr von dem Ganzen gelöst. Aber das liegt, wie gesagt, nur an meinem Backofen. Denn ich habe sie ja bereits einmal gebacken und es hat wunderbar damals geklappt. Ja, nun habe ich einfach kleinere Kekse draus gemacht. Die kann man ja auch essen. Und es ändert ja auch nichts am Geschmack. Es schmeckt trotzdem sehr lecker. Ja, dann zeige ich die euch mal eben. So sehen jetzt meine speziellen Zimthaferkekse aus. Wie gesagt, klein, aber fein. Aber das ändert ja nichts am Geschmack.
Und mit einem richtig funktionierenden Ofen klappt das auch wunderbar. So, und dann blende ich euch zum Nachmachen hier nochmal die genauen Mengenangaben ein und wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachmachen und beim Naschen. Könnt ihr mir dann gerne auch in den Kommentaren schreiben, wie sie euch gelungen sind und vor allem geschmeckt haben. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, dann gibt es für dich die eine Möglichkeit, mir einen Like zu hinterlassen. Und wenn du weitere Videos von mir sehen möchtest, dann gibt es die andere Möglichkeit, mich zu abonnieren. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit, alles Liebe und bis zum nächsten Video.